Jungs kaufen hier. Hast du kein Geld dafür? Er hat gar kein Geld dafür. Ich bin wieder aus Paris zurück, war auf jeden Fall ein mega nicer Trip. Nochmal Grüße an die 10A. Ja, falls ihr es nicht bemerkt habt, ich war in Paris, obwohl ich das im Video gerade eben gezeigt habe. Ja, ich habe euch ja gesagt, ich werde ein bisschen was aus Paris zusammenschneiden. Ich habe zwar jetzt nicht so gevloggt oder sowas, aber ich habe halt einfach die Sachen gefilmt, so die ein bisschen was mit Fashion zu tun hatten oder auch allgemein halt einfach so ein paar Eindrücke aus Paris. Und ja, ich hoffe, das habe ich einigermaßen gut hinbekommen. Und ja, jetzt wollte ich euch aber auf jeden Fall nochmal hier am Ende des Videos meine Pickups aus Paris zeigen oder auch meine Pickups, die ich noch vor Paris oder jetzt nach Paris getätigt habe, plus eine Brand, die mir noch was zugesendet hat. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt mit dem ersten Piece an. Übrigens, Freunde, habt ihr es bemerkt? Ich habe keinen Zahnspang mehr. Hi. So, Freunde, erstes Piece, was ich aber auch schon auf Instagram des Öfteren gezeigt hatte, ist einmal dieser Supreme Beach Ball hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, so könnt ihr ein bisschen sehen. Ja, ist meines Erachtens nach 2015 in der Spring-Summer-Season rausgekommen. Und ja, ich finde den auf jeden Fall mega nice. Ist natürlich sau unnötig, also todesunnötig. Aber ihr kennt mich, ich sammle so ein paar... ja, Supreme Accessoires oder auch an sich halt Supreme ein bisschen. Hab da auch jetzt unter anderem schon das ein oder andere unnötige Teil, unter anderem die Schaufel. Und ja, ich würde mich jetzt nicht so unbedingt als Supreme-Sammler bezeichnen, aber wie gesagt, das ein oder andere Teil habe ich halt. Blöderweise war bei dem hier das Problem, dass es den in Deutschland kaum noch gibt, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Und ich mir den auf Grail aus der USA bestellen musste und das hat somit dann auch irgendwie... 25 Euro gekostet? Ne, es hat auf jeden Fall irgendwie noch 25 Euro Versand gekostet, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Und zusätzlich musste ich dann nochmal zum Zoll zusammen mit meinem Dad fahren in Bonn, was auch nochmal eine halbe Stunde von hier entfernt ist, und auch nochmal schön 15 Euro zahlen. Ja, allgemein Preis will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen überteuert gewesen, aber Freunde, macht nichts, ist ein geiles Piece. Ich war eigentlich auch schon länger auf der Suche nach denen. Ich fand den mal ganz cool. Ich habe ja auch dieses Supreme Blimp hier und will einfach mein Zimmer damit so ein bisschen aufpeppen. Dann solltet ihr natürlich auch gesehen haben, dass ich in Paris auch bei Supreme war. Habe ich jetzt in so einer großen Tüte bekommen, keine Ahnung warum. Aber ja, zum Supreme Store da war auf jeden Fall mega korrekt. Und zwar habe ich da Kaiser Omar getroffen, beziehungsweise Crew Cakes oder ich weiß nicht genau, wie man ihn jetzt nennt. Wer ihn nicht kennt, das ist ein YouTuber aus L.A., der macht meiner Meinung nach mega coole Videos, macht auch schon, glaube ich, seit knapp 7 Jahren YouTube und hat das wirklich meines Erachtens nach mega drauf. Ja, und mit denen habe ich natürlich dann auch einen Pick gemacht, falls ihr es nicht gesehen habt, ich hatte es auf meiner Insta-Story hochgeladen. Aber ja, bei Supreme an sich mussten wir, ich glaube, 20 Minuten höchstens anstehen, also es war jetzt nicht krass, aber es war ja auch an einem Freitag, deswegen war da sowieso nicht so viel los. Und ja, ich habe mir jetzt hier den Hoodie hier gekauft. Ich weiß leider nicht den genauen Begriff von ihm. Auf jeden Fall ist das der letzte Woche gedroppt ist. Und ich fand einfach bei dem hier auf jeden Fall die Farben ganz nice. Wir haben hier vorne halt einmal dieses, ja, wie nennt man das so, Art optische Täuschung. Halt, wenn man länger da reinguckt, denkt man halt, das war es wieder komplett mit einem. Und hinten haben wir dann das alles nochmal im Groß, was mich eigentlich dazu angespornt hat, den zu kaufen. Weil ich finde, wie gesagt, dass es mega geil aussieht. Und da steht halt dann in der Mitte ganz klein Supreme drauf. Ja, ich finde den Hoodie, wie gesagt, mega cool.
Ich wollte auch jetzt irgendwie nicht mal so immer diese Farben weiß oder schwarz nehmen, weil das nimmt sich halt nichts. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, dieses Olivgrün eigentlich ganz cool. Ich habe auch überlegt, mir einen lilanen zu holen, aber dann habe ich mir wieder gedacht, komm, lila gab es auch nur noch in der Size XL, deswegen habe ich das einfach gelassen. Der hat mich jetzt 168 € gekostet, was natürlich für Supreme viel Geld, was natürlich bei Supreme kein Wunder ist. Allerdings ist 168 € für ein Pullover natürlich sehr viel Geld. Ich werde den mal eben schnell anziehen. Das ist eine Größe L. Fittet eigentlich jetzt nicht besonders. Ja moin, was laber ich? Ich denke mal, der hat auf jeden Fall einen leichten Oversize-Fit. Aber ist jetzt irgendwie nicht so krass besonders, genau. Gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht groß rum und kommen direkt zum nächsten Piece. Genau, als nächstes waren wir dann nämlich noch beim Babe Store. Babe Store an sich, mega geil, wirklich. Also ich empfehle euch nur, wenn ihr irgendwo einen bei euch habt, wenn ihr irgendwie verreist oder sowas, geht auf jeden Fall mal rein. Das lohnt sich. Sieht wirklich mega modern aus, sieht wirklich sehr schön da drin aus. Und ja, da habe ich mir dann natürlich auch ein T-Shirt mitgenommen. Hier auf jeden Fall nochmal die Tüte, finde ich sogar auch ganz cool. Das T-Shirt kam in so einer Tüte, da ist halt einfach nochmal der Affe drauf und da steht nochmal Abating Ape. Und ja, ich mache das mal eben auf. Und zwar habe ich mir das T-Shirt hier gekauft. Was ich bei diesem T-Shirt cool finde, ist halt einfach so, es ist so, wenn man das auf Babe bezieht, eigentlich ein eher schlichteres Shirt, weil ansonsten haben die halt immer diesen fetten Shark irgendwie vorne drauf oder sowas. Aber hier steht halt einfach Abating Ape drauf und in der Mitte haben wir halt den Affen. Und ich finde bei denen einfach auch das Camo ganz geil, weil es halt sozusagen normales Camo ist. Also ich finde, es sieht cool aus. Und ja, gekostet hat mich das 85 €. Ist natürlich sehr viel Geld für ein T-Shirt. Allerdings, ja, habe ich jetzt in der Größe XL gekauft. Warum XL? Das fittet auf jeden Fall eine Nummer, würde ich sagen, kleiner. Ich weiß nicht genau, ob es deswegen ist, aber Babe kommt ja ursprünglich aus Japan und in Japan sind ja alle Menschen klein und deswegen, keine Ahnung, kann das irgendwas damit zu tun haben. Ich weiß es nicht. Allerdings fittet XL bei mir wie eine L, würde ich mal behaupten. Und ja, das probiere ich jetzt auch nochmal eben schnell an. Genau, so sieht das dann aus. Ich weiß, ihr könnt es jetzt nicht gut erkennen, aber ja. Fittet halt, wie schon gesagt, wie eine L. Und ja, das waren auf jeden Fall die Sachen, die ich mir in Paris gekauft habe. Allerdings habe ich dann hier noch von einer Brand namens... Und jetzt kommt's. Ich weiß, ich kann Namen nicht aussprechen. Ich bin einfach zu inkompetent dafür. Aber ich glaube, dass es Larsen ist. Oder Larsen. Ich sage einfach mal Larsen. Sorry Jungs, auf jeden Fall an euch, falls ich es wieder falsch ausgesprochen habe. Und ihr schreibt es nicht in die Kommentare ohne. Ich weiß, ich bin nicht so ein Tier darin. Ja, auf jeden Fall zur Brand. Die haben mich angeschrieben, haben gefragt, ob ich Bock hätte, dass sie mir ein paar Sachen zusenden. Da habe ich natürlich nicht nein gesagt. Und ja, die haben mir auf jeden Fall dreimal so einen Beutel dazu geschickt. Was natürlich so an sich unnötig ist, aber ich finde eigentlich solche Kleinigkeiten eigentlich ganz cool. Als ich dann nach Hause kam, stand so ein großes Paket vor meinem Zimmer, das ich natürlich sehr erfreulich empfangen habe. So Freunde, ich fange mal an. Als erstes war hier noch eine persönliche Nachricht von denen drin, was ich mega korrekt fand. Das ist mir jetzt noch nicht so oft passiert. Habe halt einfach ein paar Dinge dazu geschrieben, was ich so im Video erwähnen soll oder was sie dann machen sollen. Keine Ahnung, haben halt das draufgeschrieben. Und dann als erstes Piece haben wir hier einmal eine Cap. Ist eine ganz schlichte Cap, halt einfach mit den Initialen vorne drauf und hinten nochmal der ganze Name. Cap an sich ist meiner Meinung nach eigentlich wirklich relativ gut verarbeitet. Ähnelt ein bisschen der Qualität von Pegas. Oder Marc Nara. Ja, ich denke mal, ich muss nicht mehr sagen, Caps allgemein stehen mir nicht. Aber Gott sei Dank, Freunde, sie haben mir zwei Kappen zugesendet. Was heißt Gott sei Dank? Ja. Genau, und zwar haben wir nämlich die lieben Jungs von, Jungs und Mädchen, keine Ahnung, von Larsen oder Larsen, keine Ahnung, Mann, haben mir von jedem Piece immer zwei Sachen zugeschickt, weil ich da auf jeden Fall was verlosen werde. Will ich jetzt aber noch nicht groß drauf eingehen, eine große Verlosung wird auf jeden Fall noch kommen. Ich denke, ihr wisst auch genau warum. Ja, auf jeden Fall, das hier auf jeden Fall zur Cap. Im Shop kostet die, ich glaube, 25 oder so oder knapp 30 €. Ich bin mir da wirklich gerade nicht sicher. Auf jeden Fall Shop, Instagram und so ist auf jeden Fall unten verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall mal gern vorbeischauen. So, nächstes Piece hätten wir einmal ein Shirt, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Habe ich den Jungs auch direkt geschrieben, dass mir das wirklich sehr, sehr taugt. Nur aus Spruch geklaut. Und zwar haben wir einmal ein Shirt, wo ein Basketballfeld mit ein paar Spielern abgebildet ist. Ich bin mir jetzt nicht zu 100%ig sicher, aber ich glaube, dass es Venice Beach ist, also in L.A. Aber wie gesagt, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber allgemein finde ich das T-Shirt vom Design her sehr cool. Auch hier rechts noch mit dem Spruch, der sagt, I can't accept a fail. Ihr wisst Bescheid.
Und halt hier unten nochmal ein kleiner Streifen in dem Blauton, den die in ihrer ganzen Kollektion widerspiegeln. Und hinten steht halt auch nochmal Lars Larsen. Genau. Das natürlich auch nochmal ein zweites Mal, weil wie gesagt, das wird auf jeden Fall im nächsten Video verlost. Als letztes Piece haben sie mir dann noch ein Hoodie zugeschickt. Der Hoodie ist jetzt ein bisschen schlichter. Steht einfach hier vorne La drauf. Das sind, denke ich mal, wieder die Initialen. Und ja, aber an sich muss ich zum Hoodie sagen, und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil er mir zugeschickt wurde oder sowas, der Pullover hat wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Vor allem für den Preis. Ich denke mal, die verkaufen den dafür 30 Euro. Für den Preis ist das wirklich ein Top-Pullover. Sieht schlicht aus, ist meiner Meinung nach cool, hat wirklich einen dicken Stoff. Ich finde den Pulli wirklich ganz cool. Ist halt, wie gesagt, was schlichter. Ich zeige es jetzt einfach mal, Leute, aber ich hätte es jetzt eigentlich nicht machen sollen. Aber er war leider ein bisschen dreckig, als er ankam, aber das ist jetzt natürlich halb so wild. Man soll ja auch mal ein paar negative Aspekte aufgreifen. Ja, aber an sich auf jeden Fall ein mega cooler Hoodie. Wie gesagt, qualitativ sehr hochwertig. Und ja, genau, Freunde, den Pullover natürlich auch nochmal ein zweites Mal als Verlosung. Aber wie schon gesagt, die Verlosung wird demnächst kommen. Mit ein paar anderen Sachen noch zusammen. Also jetzt nicht nur die Pieces, sondern noch einige mehr. Danke auf jeden Fall an die Emily und an den Lars für diese nice Produkte. Wirklich vielen, vielen Dank. Wie schon gesagt, der Instagram von denen ist unten verlinkt, sowohl als auch der Shop. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr im Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Eindrücke oder die Pieces hier fandet. Also die, ich meine jetzt die Eindrücke aus Paris. Schaut auf jeden Fall bei der Seite vorbei. Ich habe sie euch, wie gesagt, unten verlinkt. Und ja, ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.